Ja, Leute, herzlich willkommen mal wieder bei den Baufohlen 24 News 58. Wir sind heute on the road, der Leser und ich, denn wir fahren nach Stuttgart. Richtig. Quasi Betriebsausflug für euch auf die Dach und Holz. Denn normalerweise ist Stuttgart für uns ja Routine. Zack, hin und zurück, ne? 4, 5 Stunden. Ja, 5 Stunden ist drin. Heute wahrscheinlich nicht, denn wir haben heute dieses schöne Kfz hier. Ein Audi e-tron, den wir momentan in der Redaktion für euch im Test haben. Und wir haben den Burschen vollgeladen und zwar mit HPC. Und HPC steht für High Power Charge. Denn der e-tron ist das erste Elektroauto aus deutscher Produktion, meines Wissens nach, was mit 150 kW laden kann. Und das haben wir auch gerade gemacht, hier an der schönen Ladesäule. Wir waren fast komplett leer. Ich glaube, wir hatten so noch 8% drin und waren in rund 40 Minuten wieder rappelvoll. Der zeigt uns jetzt an so 250, 260 Kilometer. Circa. Das heißt, wir werden noch mal laden müssen. Und es gibt noch jede Menge Gewinner, glaube ich. Ne? Du hast irgendwie was rausgesucht. Ja, richtig. Von den Wechselnews. Ja, aber ich würde sagen, uns ist ein bisschen schattig hier. Wie gesagt, Akku ist voll. Jetzt geht's los. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. Mal eben mal Kickdown machen. Und da geht der Bursche ganz gut voran. Wir sind hier mit über 400 PS unterwegs, zumindest Spitzenleistung. Dauerleistung ist eher so um die 100 kW. Und wir haben eine Spitze, die abgeriegelt ist bei 200. Also theoretisch können wir relativ zügig jetzt nach Stuttgart fahren, aber praktisch sieht das ein bisschen anders aus. Wenn wir jetzt hier durchballern würden, dann wäre der Akku wahrscheinlich nach 150 Kilometern schon leer. Wir wollen das eigentlich schaffen, dass wir einmal vollladen und dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen nachladen. Wir haben jetzt den Akku fast noch voll, sind schon ein Stückchen unterwegs und haben jetzt 220 Kilometer Restreichweite. Und ja, da schauen wir mal, wie weit wir jetzt erstmal kommen. So, kurzer Zwischenstand. Wir sind auf der A45 Katzenfurt, ne? Raststätte. Richtig. Wir haben uns wieder hier so super Schnelllader ausgesucht. 150 kW, ratzfatz, 40 Minuten für um die 200 Kilometer. Nicht ganz, ne? Nicht ganz. So, Reichweite haben wir jetzt wieder um die 250 Kilometer. Das heißt, wir werden das nicht bis Stuttgart genau schaffen. Wir werden noch mal zwischenladen müssen. Das gute Stück hat ja auch Massagesitze. Ja, aber was, vorne, ne? Ja, was war dein erster Eindruck? Du bist ja jetzt gefahren. Erstmal Elektro, immer auf längere Zeit. Und ja, auf jeden Fall schon geil. Und ja, Audi hat natürlich wieder viele Features, die das Fahren erleichtern. Von daher war es ein ganz geiler Trip. Bis du solltest Verkäufer bei Audi werden. Ja, komm, wir düsen jetzt, wir melden uns gleich wieder. So Leute, wir sind mal wieder laden. Da vorne fährt gerade ein Tesla Model 3 Performance weg. Der Kollege war nicht so erfolgreich, nicht so zufrieden mit der Ladeperformance hier von den Ionity-Ladern. Die haben nämlich immer abgebrochen. Wir haben also immer so um die 200 Kilometer. Wir haben jetzt noch 50, 60 Kilometer Restreichweite, sind so relativ kommod gefahren, so um die 130, 140. Also entspannt, aber nicht nach meiner Art, ne? Normalerweise bin ich etwas zügiger unterwegs. Also jetzt sind wir so 5,5 Stunden unterwegs. Und ich glaube, wie viel haben wir noch? 150 Kilometer? Ja, so circa. Circa. Das heißt, wenn es gut läuft, ist das das letzte Mal laden. Jetzt diesen dicken Prängel hier erstmal verbinden. So, und jetzt haben wir diese e-tron-Karte. Wir authentifizieren uns. Und wir warten. So, Laden startet. 26% Akku haben wir jetzt hier noch. Mit 140 kW können wir letztendlich in einer Stunde rund 300 Kilometer laden. Ich würde sagen, wir schnabulieren mal was und dann geht's weiter. So, kurzes Update. Wir befinden uns hier in einem Schnellrestaurant, der Herr Leser und ich. Wir haben vorzüglich gespeist und auf der App sehe ich, dass unser e-tron 97% und 6 Minuten noch braucht. Und dann haben wir eine elektrische Reichweite von 265 Kilometer, die wir aber dann in der Praxis heute, glaube ich, doch nicht erreichen, weil es ist kalt und wir fahren etwas schneller auf der Autobahn. So, liebe Leute, wir sind angekommen in Stuttgart hier am Hotel. Herr Leser ist sehr gut gefahren. Sehr gut gefahren, ne? Und wir haben rund 5,5 Stunden gebraucht, ohne Ladepausen. Aber das Schöne ist jetzt, wir machen nämlich jetzt Destination Charging. Das heißt, wir sind jetzt am Hotel und über Nacht
kann das Schätzelein die Akkus wieder voll machen. Wir haben hier eine Ladesäule und das Schöne ist, du kannst die umsonst nutzen. Du musst zwar für einen Parkplatz zahlen, aber dafür ist der Sprit quasi umsonst. Und beim e-tron ist hier vorne nicht der Motor. Doch, da ist auch ein Motor, aber über dem Motor ist noch ein bisschen Platz für ein Fächlein hier. Und da sind so ein paar Kabel dran. Und wenn es ganz gut läuft, dann ist dieses AC-Kabel passend für diese Wallbox da. Das probieren wir jetzt aus. So. Und wir laden jetzt mit Wechselstrom und der e-tron kann mit 22 kW laden, optional. Serie nur mit 10 kW oder 11 kW. Das heißt, das dauert dann rund 8 Stunden, aber wir haben ja heute Nacht Zeit. Wir müssen noch Gewinner mitteilen. Also Werkzeugnews 35 Geschenkideen über 500 Euro ist der Gewinner der Emsland Gamer. Du bekommst einen GSR 12V von uns gesponsert. Dann Werkzeugnews 36, Muffel vs. Metabo, unser Contest zwischen den beiden Brüdern. Ein Knipex Cobra Zangenset, das Gute. Für den Zuschauer Lowflyer. Dann Werkzeugnews 37. Unser Werkstattwagen-Test. Gewinner ist Markus Kriener und der bekommt ein GSR 12. So, was haben wir noch? Dann Werkzeugnews 38, unsere Outtakes. Diese Zungen, so nenne ich es mal, die muss auch lange genug sein, damit du es halt auch wirklich gut einführen kannst. Wieder ein GSR 12V an den Zuschauer Nils. Da kommt schon wieder einer, ey. Jo. Und dann die News. Boah, ey. Weißt du, dann ist mal wieder Murphy's Law. Eine halbe Stunde kommt hier kein Schwein vorbei. Und dann will ich gerade mal 2 Minuten in die Kamera sabbeln. Und die Baufunk 24 News 57, das Wartungsset von Vera. Zuschauer Felix Kran, ihr meldet euch alle schön in der Redaktion und beantwortet nochmal euren Kommentar unter dem Video. Damit wissen wir, dass es auch den richtigen getroffen hat. Kurzer Rückblick, was war, was passiert? Boah, so viel G-Klasse ist online gegangen, die billige G-Klasse für schmale Geld. On the Job, wir haben wieder einen neuen On the Job auf Sendung. Güterbahnhof Rückbau in Stralsund. Und ich war ja heute auch gerade on the Job wieder unterwegs im Sauerland in Warstein. Dann sind wir diese Woche auf der Dach und Holz. Das Video gibt es auch die nächsten Tage. Dann Kettensägen. Wir haben Kettensägenvergleiche gemacht mit Akkusägen, auch Benzinersägen. Das hat viele Tage gedauert. Wir haben richtig investiert. Das seht ihr. Dann seht ihr auch noch die billigste Säge von Amazon. Ihr müsst einfach mal in unsere Videos gucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wir haben uns jetzt unsere Nachtruhe verdient. Morgen geht's weiter. Langer Tag. Ne? In diesem Sinne, tschüss und bis dann.